Ja, es hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, aber jetzt ist es da. Wir spielen New Super Luigi U Deluxe. Was ist anders? Das fragt man sich jetzt vielleicht, wenn man das Spiel nicht kennt. Ganz einfach und schnell gesagt, es ist anders. Sass. Ja, geil. Jetzt muss ich das Level abbrechen, weil ich komme sonst nicht mehr zum Secret Exit. Das geht ja gut aus hier! Dieser Secret Exit ist hardcore assi. Klar, dieser Pfeil hier ist mir schon auch aufgefallen, weil er ein bisschen unnötig wirkt. Deswegen habe ich mir hier die Wand auch angeschaut. Was man aber machen muss, ist hier stampfen. Hab ich eine Glaskugel vor mir oder woher soll ich das wissen? Peach, ich komme. Warte, ich pfeife mit Drogen rein, dann... Oh! Wieso zum Teufel ist da unten eine Mini-Röhre? Gibt's hier irgendwo einen Mini-Pilz? Wo soll ich denn herbekommen? Nein, eben nicht, Luigi. Eben nicht. Aber es interessiert mich dennoch. Ich meine, diese einzelne Mini-Röhre, die ist da nicht nur zu Deko. Das glaube ich nicht. Und weiter geht's. Im Kampf gegen diese Piranha-Pflanze. Vielleicht kriegen wir da ja auch einen Mini-Pilz. Tatsächlich. Könnten wir zwar später für Secrets brauchen, aber ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Naja, dann machen wir es so. Wenn wir irgendwann mal ein Level als Mini-Luigi abschließen, dann schließen wir irgendwann mal ein Level als Mini-Luigi ab. Ich glaube, das macht jetzt alles Sinn. Alle Augen gespannt auf den Bildschirm. Bitch! Was soll ich dazu sagen? That's Dobtendo himself. Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen, oder was? Was ist denn das jetzt? Nur weil der Typ so rumflattern muss hier. Ich hebe ab, fliege hoch. Komm mal klar auf dein Leben, Luigi. Warte, Bruder, willst du mich verblüht verkaufen? Willst du mir jetzt sagen, ich komme hier nur mit dem Eichelpilz hin? Aber den gab es doch in dem Level gar nicht. Ich meine, die müssen einem doch das nötige Item hier in dem Level geben, sonst ist... Die roten Münzen. Die roten Münzen. Die roten Münzen! Die roten Münzen! Ah! Ja, Bruder, ganz ruhig, Alter. Hat der auch schon gegen Mario so Riesenbomben geschmissen? Ja, moin, Leute. Allahu Akbar, Pommes. Das unbefriedigendste Video der Welt. Oh mein Gott, okay. Okay, ich bin gespannt. Okay, wir gucken mal, ob wir unbefriedigt sind danach. Let's go. Oh nein, oh. Okay, ich fühle das schon direkt. Das wäre Domino-Stein, das war mir eigentlich egal. Wenn Luigi nicht den Gegner überrutscht, oh mein Gott, Leben vorbei. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, ha? Der Pixel-Luigi ist nämlich hier oben. Nicht. Ah ja. Pixel-Luigi ist auch ganz, ganz bescheiden zu bekommen hier. Noch nicht mal an welcher Stelle, aber da muss man auf jeden Fall gut gedreht haben. Ja, da habe ich nicht so die Erfahrung im Drehen. Nee, da waren andere auf dem Schulhof besser als ich. Habt ihr den verstanden? Wenn nicht, dann ist auch okay. Starcoin auch noch, oder wie? Ja, na klar. Na klar doch! Aber sicher! Willst du Stress? Kommt Privatchat. Ja, wie jetzt? Ja, und wo ist der Secret Exit? Na? Sieht ihn jemand? Nein? Ich auch nicht. Aber er ist hier unten! What? Warum? Warum? Ist die Banane. Schlüpfrige Strickleitern. Bin ich hier bei einem Nintendo-Game oder bin ich auf einmal gelandet? Aber schlüpfrig, das passt. Da kann ich mich mit identifizieren auf jeden Fall. Klar, ich bin immer schlüpfrig. Mittels einer Tasten... Ich rede später weiter. Wenn ich jetzt hier sterbe. Wenn ich jetzt hier sterbe. Mach das nicht. Tu mir das nicht an. So viel Minze hier. Kann mir mal jemand einen Hugo machen? Hallo? Organisationen und... Bruder. 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 Also, hier durch, dann warten. Und jetzt brauche ich auch ein bisschen Glück, leider. Okay. Warte, Bruder. Nein! Ich wusste doch, dass dieser Bastard mich tötet. Aber ich musste abstoppen, weil der Schwanz war mir wieder voll in die Fresse gedonnert. Ich, dahergelaufener Lumpenkönig. Dahergelaufener Lumpen? Okay. Warte.
Du sollst springen und dich nicht an die scheiß Wand hängen wie so eine Klebemaus. Was finde ich heute eigentlich für einen Mist? Lumpenkönig, Klebemaus, alles klar. Du bist der größte Hurensohn einfach. Du bist der größte Hurensohn. Bruder, ich sag dir, es ist aus wie ein Fischling. Walla, es ist aus wie ein Lumpenkönig. Du fliegst doch jetzt rauf, ich habe keinen Bock, den normalen Weg zu gehen. Ich habe keinen Bock, den normalen Weg zu gehen. Hättest vielleicht vorher einfach mal riskieren sollen. Ich... Das sind Glasflaschen, okay? Mama mia, oh. Ja, komm, quatsch nicht rum, mach weiter. Versager. Wins mehr 3, Piranha Spritztour. Sorry, aber Piranhas sind nicht so meine Lieblingstiere. Oh, oh, oh. Schnapp, schnapp. Ah. Larry, du bist und bleibst ein Larry. Ich hab nämlich, wie immer, Bock auf Eiswürfeleis. Kann ich denn diesen... Hallo? Oh. Try me, bitch. Wir müssen da drauf landen. Oh nein, oh Gott. Die Zeit wird knapper. Und ich baue hier gerade nur Scheiße. Oh Gott, 7 Sekunden. Ist das noch möglich? 5 Sekunden. Schnell ab ins Ziel. Nein, 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 Rest in peace! So viel Geld! Ich hab noch versucht, mit meiner Zunge die Münzen zu berühren, aber leider ist meine Zunge nicht allzu lang. Dafür was anderes. Wir haben ein Level gespielt. Und ich könnte schon wieder ein Best-of schneiden. Wobei das andere noch besser machen können. Alles klar. Wie der Goomba da gerade in die Hölle runtergeschleudert wurde, war ja zu göttlich. War da noch eine Starcoin? Ja, wie kriege ich die denn? Hoffe einfach hier stehen bleiben. What? That's me, if you're wondering. And so, you think, how did I get in that situation? Well, I'll tell you. It all starts summer 86. Hacky-Panik. Hacky, ihr wisst das, sind diese Gottesanbeter-Viecher. Ah ja. Ja! Wer hat denn bitte schon die Zeit, da noch den Block zu stoßen? Bruder, gib Stoß. Der hat halt gute Erziehung genommen. Bruder, bitte, mach das nicht, mach das nicht. Mach das nicht. Was heiraten. Ach komm, jetzt gehe ich wirklich, jetzt bin ich wirklich, ich hab keinen Bock mehr. Hör auf, mich auszulachen. Ich mach aus. Meister. Du weißt, dass ich schneide, oder? Hast du dich wieder blamiert? Ja, ich habe mich wieder blamiert. Es geht noch schlimmer? Noch schlimmer als in den anderen Parts, ja. Die werden dich auslachen. Wahrscheinlich werde ich in den Kommentaren ausgelacht, ja. Das ist wirklich nicht mein Sie wollen Problem. Das richten? Ich danke Ihnen vielmals. Das habe ich nicht Soll gesagt. Soll ich noch einen Tee machen? Nee, später? Nein, ich mag gar keinen Tee. Wehe, du lebst ja, jetzt. Oh mein Gott! Haha, Porkupuffer kann mich mal. Oh. Ah! Wir planen gerade unseren Garten mit sehr, sehr vielen Beeren und Obst und ein bisschen Gemüse. Da wird wirklich alles zugespammt so. Da muss man natürlich wissen, was man tut, ne? Für eine ertragreiche Rente. Und alles gefunden. Das zaubert mir doch ein zuckersüßes Lächeln ins Gesicht. Und jetzt geht's auf Regenbögen ganz weit hoch. Ui, Regenbögen sind toll. Er fühlt sich so geil an. Wie so ein Babypopo. So geschmeidig. Oh, what? LOL, aber ich lebe immer noch. Wir achten am besten gar nicht auf die Zeit. Deine Mitte müsste es sein. Deine Mitte, deine Mitte, deine Mitte, deine Mitte. F***ig! Ja! Ah, ja. Ah, ja! Ja, 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 ja.
Bide, bide. Ich sehe gerade, das schaut gar nicht mal so scheiße aus. Oh. Warte, ich mache mal hier ein Selfie erstmal. Das hat Style. Aber eigentlich mag ich Fotos nicht, muss ich ehrlich sagen. Ah ja. Wow. 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 Oh, du musst weg, du musst weg, du musst weg! Oh, nein! Was war das denn? Wir waren doch schon durch, Bruder. Kann ich auch nicht zeigen. Was? Das zählt noch? What? Hör doch auf, da runter zu rutschen, du ekelhaftes grünes Viech. So, dann schauen wir uns jetzt hier noch die Credits an. Diese Zusatzcredits, die Secret Credits sozusagen. Bevor wir dann ganz am Ende einen Blick auf unseren wunderbaren 5-Glitzersterne-Spielstand werfen. Was? Das wurde jetzt nicht gespeichert? Das wurde gerade alles nicht gespeichert? Ein solcher Fail passt zum Spiel, hatten wir auch noch nicht. Ist vielleicht das passende Ende für ein Game wie Luigi U, wie dem auch sei. Jetzt ist alles gut, wir haben die 5 Glitzersterne. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ciao. Der Schwanz wäre mir wieder voll in die Fresse gedonnert.